So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Ramses, Dicke. mach das Intro Nein! nochmal. Nee, das Ich hab's passt so, wie es verschlafen. ist. Das ist ja keine Ramses Kitchen Folge, das ist keine Pokémon Folge, das ist einfach nur eine neue Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und was er hier hinten rumfokussiert, ist nämlich der Ismo. Ich bin A dabei und jetzt erzähle einfach dein Intro nochmal. Der ist nämlich schon total rikofiziert. Hannes ist am Start Jawohl, ich bin und mit Hannes dabei. hat Bock. Ich bin nicht Ich bin dabei. mit dabei. Denn wir haben die Ja. letzten paar Tage so Hot Challenges gemacht. Wir hatten diese Flaming Five Jelly Beans, Bean Bozzles. Die waren eigentlich richtig Geil. dope, ne? Dann hatten wir diese Ghost Pepper Candies. Ja, die kenne ich halt, Da hast du gedacht, okay, das ist direkt von dieser Website, die müssen richtig reinhauen. Die waren aber trotzdem eher süß als scharf. Da waren die Jellybeans auf jeden Fall härter. Richtig. Aber neben den Ghost Pepper Candies habe ich ja auch das hier bestellt. Knisterfolie, guck. Ey, es knistert nicht gut. Jetzt warte. Ey! Ach Mann, warum bin ich nur so scheiße? So. Ja. Und in dieser Knisterfolie habt ihr nicht nur eine Carolina Reaper Chili, sondern zwei Carolina Reaper Chili. Und weil wir drei Leute sind, haben wir Knisterfolie. Hey! Nein, wir haben eigentlich normalerweise haben wir eigentlich haben wir normalerweise haben wir so drei Carolina Reaper Chilis. So, egal. Bam. Das habe ich bestellt, das gab es glaube ich für 1,50 € auf der Website. Alles natürlich hier, können wir euch nochmal zeigen, steht auch hier drauf. Wenn ich gerade vom Balkon fliegt. Wohl-dried Carolina Reaper. Also so richtig heftig getrocknete Carolina Reaper. World's Hottest Pepper. Die weltschärfste Penis. So, habt ihr jetzt auf jeden Fall hier drin. Steht auch von hinten drauf. Flamethrower Candy Company, weil die das extra verpacken. Warnung, Shocking Hazard, contains small dried pepper. Und dieses Produkt ist für perverse Erwachsene und sollte nur von diesen in den Mund genommen werden. Mach mal weg hier von Kindern und Pets, also Haustiere. Deswegen wollen wir das mal probieren. Ihr wisst ja alle, Carolina Reaper soll ja angeblich so heftig sein. Eigentlich war ein Pack für den Isbo, ein Pack für den Hannes, ein Pack für mich. Habe ich extra bestellt, 50 € Versand. Aber Isbo, du möchtest nicht, oder? Nein. Aber die 50 € waren bei allen zusammen. Ja. Du möchtest keine, habe ich gehört. Nee, ich bin auch dabei, aber ich bin fertig heute. Das heißt, ich gebe eine Tüte jetzt dem Hannes. So. Jo, danke schön. Eine Tüte nehme ich und eine Tüte bleibt noch Und die isst übrig. du auch noch, weil du so cool bist. Könnte man jetzt verlosen, aber ich will das Ja. keinen von Und euch die isst du antun. auch noch, weil du so cool bist. Der Nee. Manns Haulwurf hat jetzt wieder Genau. angefangen, auch Challenges zu machen. Ich Richtig. glaube, diese eine Carolina Reaper Chili werde ich dem Manns Da Haulwurf war gerade geben. eine nackte Frau auf dem Der Balkon ist da drüben. nämlich, die war bestimmt nicht nackt, ne? Oder hast du die Öse Die hat gerade gesehen? ihren komischen Wäscheständer Ihren da reingelegt. Wäscheständer, Alles genau. cool, alles cool. Ich denke einfach mal, Alles ist voll der dabei. Mannsbau Haulwurf hat ja diese scharfen Nudeln getestet und konnte die nicht ganz essen. Der ist ein bisschen daran gescheitert, weil die so heftig waren. Vielleicht probiert er sich trotzdem aber an dieser Carolina Reaper Chili. Manns Haulwurf, wenn du das siehst, ich nominiere dich, diese Carolina Reaper Chili zu essen. Die tue ich jetzt hier in den Kotzeimer. Daneben natürlich. Auf die Knochen. Ich werde jetzt das hier aufmachen. Hier ist der Hannes, hier ist der Ramses. Isbo sieht man nicht, den hört man nur noch, wie er da hinten rumhustet. Ne? Wir Ich werden das darf jetzt jetzt mal nichts mehr sagen. hier aufmachen. Das ist extra in so einem kleinen Tütchen drin. Das Tütchen ist nochmal verschlossen. Was? Könnt ihr oben hier aufziehen. Könnt ihr euer Weed reinpacken, Alter, ihr aller Drogendealer, sonst was. Sieht jetzt halt so aus, ist einfach halt total verschrummelt. Sieht aus wie ein Isbo sein Carolina Reaper Chili. Vorhin sah die noch aus, als hätte die Hast du schon übelst die probiert? Herzform. Keine Nein. Ahnung. So, da ist noch ein Stiel mit dran. Vielleicht kann man den Stiel eigentlich Nee. rausziehen einfach.
Na gut, jetzt ist der Stiel abgerissen, aber hier ist immer noch Grünzeug dran. Wir nehmen das einfach so in den Mund. Genau. Film halt mal einen Hannes. Beißen jetzt mal ab. Carolina, Reaper, Chili, die ganze Schode rein. Soll ich als das oder bist du das? Wir machen eigentlich beide gleichzeitig. Wir sind beide auf dem Bild. Mann, Alter, dass der wieder nichts rafft, da könnte man schon wieder... Soll ich euch filmen? Wir sind doch beide drauf. Ja, dann mach doch. Ja, zieh's halt in die Länge. Und dann beschwerst du dich wieder, dass die Videos so lang sind oder was? Nee, macht nichts. Wir ziehen uns. Du bist doch nicht da, deswegen sind wir am Start hier. Wir ziehen uns das jetzt rein. Ganz einfach. Ja, warte, Prost. Prost. Ups. Fliegt da alles weg hier. Ist abgebrochen. So, einmal rein. Ja. Ach. Jetzt habe ich den Stiel auch dabei. Gerade Stiel mit Essen. Sehr trocken. Weg. Und ich muss es nochmal sagen, es ist wirklich nicht scharf genug. Guck dir mal sein Gesicht an, da weißt du, was abgeht. Alles gut? Nee, bei ihm ist nichts gut. Siehst du doch am Gesicht dran. Ja. Hast du dir auch gut gekaut? Oder einfach runtergeschluckt? Ich war auch schon. Wieso willst du was süß auch testen? Aber der kollabiert gleich, ich filme das dann. Hier, guck. Jetzt auf einmal. Ja, was ist jetzt, Meister? Das sieht ja richtig heftig aus. Speisefuß vom Allerfeinsten. Oh, geht's dir gut? Ich hole mal Milch. Oh. Ja, es kommt halt immer zu wieder nach. Der ganze Mund. Dieses Ganze, was sich auf die Zunge legt. Oder auf die Schleimhäute. Er trinkt schon hier. Ja. Das war mehr. Dreh mal Milch. So, das war ich hier. Ah.
War das jetzt scharf, Hannes? Du sagst ja immer, das ist nicht scharf genug. Normal nicht, aber diesmal ist es echt heftig. Es drückt halt auf den Magen bei mir momentan. Ja. Und Trennung, klar, ist immer, aber mir drückt halt auf den Magen. Das ist heftig, oder? Ja. Und wie geht's dir jetzt danach? Kommst du noch klar oder nicht? Er hat doch am Anfang trotzdem gesagt, ja, scharf ist es nicht. Und jetzt? Jetzt sollte man auf jeden Fall nicht nachmachen. Das muss man noch dazu schreiben. Einer, der nicht der nicht scharf essen kann, der sollte es nicht nachmachen. So wie ich. Ja. Das sagen aber die scharf nur essen. Guck mal den an, der weint schon fast. So scharf ist das. Vor allem wenn das 2,2 Millionen Scoville sind. Und der Gummibär hat 9. Dann müssen wir wahrscheinlich da noch richtig drauf gehen. Da mache ich aber nicht mit, das ist mir zu krass. 2,2 Scoville, das ich sage. Doch, das, hast du das ja jetzt ausgelassen, dann kannst du ja beim nächsten Video. Das machen. Geht jetzt definitiv noch. Nee, ihr weint beide, ihr seid ja schon am Ende. Das ist scheißegal, aber das geht noch. Aber wenn du da wirklich noch höher gehst, wow. Also. Ist das nicht wieder mal. Ich glaube, wenn ich noch mehr Milch trinke, muss ich die Milch wieder auskotzen, deswegen. Am besten nicht so viel Milch. Nee, ich bin einfach ausstehen am Ende. Mir geht's jetzt wieder eigentlich recht gut. Er redet in gespaltener Zunge. Es gehört mit der Blase im Hals. Er klang ganz anders. Ja, jetzt geht's jetzt wieder gut, muss ich echt sagen. Also, vorher, kurzen Moment, jetzt wird scheiße gegangen, habe ich auch auf Milch getrunken, aber jetzt geht's wieder. Man muss bedenken, wir haben vorher noch die 16 Bier getestet. Ja. Aber stimmt. Das war doch kein scharfes dabei, das war doch kein Chili-Bier. Aber das hat damit nichts zu tun. Gut, der ist wohl rafft wieder nichts. Warum, das war doch kein Chili-Bier oder sowas. Der Akku hat noch 10%, ihr solltet langsam zum Ende kommen jetzt. Milch ist Gift. Was sagt der Hannes jetzt noch? Ich bin eigentlich recht zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist, bin ich zufrieden. Mit dem Abend oder mit dem Bier oder mit dem Chili? Mit allem. Was sagt ich der? Bin voll auf zufrieden momentan. Also mir geht es gut. Was sagt der Kollege jetzt hier? Ich nicht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So. So, der Ramses ist nochmal hier. Und Leute, was ihr gesehen habt gerade, bitte nicht nachmachen. Ich wollte gerade einfach nochmal raus, aber ich schaff's nicht. Ich liege jetzt hier, ich muss euch erzählen. Ich bin danach, der Hannes war auf der Toilette, ich bin auf die Toilette gegangen. Ich hatte Durchfall direkt. Ich weiß nicht, ob es jetzt vom scharfen Essen heute tagsüber war, ob es von dem Biertasting war, wo wir diese ganz verschiedenen Biersorten getrunken haben. Aber dann noch diese Carolina Reaper dazu, das hat mir endgültig den Todesstoß gegeben. Also, es war irgendwie alles zusammen. Auf jeden Fall saß ich auf der Toilette, hatte Durchfall. Es hat so gebrannt, es hat so wehgetan und dann ist mir so schlecht geworden. Ich habe gedacht, ich gehe kurz. Neben der Toilette ist die Badewanne, ich gehe kurz rein, braus mich ein bisschen kühl ab, braus meinen Arsch ab, Alter, weil der übelst gebrannt hat, einfach nur, wir müssen offen reden, es tut mir übelst leid. Und dann hängst du da so in dieser Badewanne auf deinen Knien und du brichst dir die Seele aus dem Leib, ja. Du hast gekotzt, da kam der eine Kebab-Chichi-Fladenbrot-Burger raus, der zweite vom Iswo, den ich auch noch essen musste. Dann kamen die 16 Bier raus, dann kam die Carolina Reaper, es kam alles raus und dann ist das auch noch verstopft. Das war so viel Bröckel, das ist alles verstopft. Du hast da gesessen, du hast gefroren wie ein Schlosshund.
Janis hat nämlich nur kaltes Wasser, das kommt noch dazu. Das heißt, ich habe da gesessen, mir sind die Eier abgefroren, alles ist abgefroren. Du sitzt, kniest in deinem eigenen Erbrochenen und hängst einfach da so rum und dir geht's einfach gar nicht mehr gut. Das war alles irgendwie zu viel, irgendwie zu heftig, keine Ahnung. Und dann wusstest du nicht mehr weiter, weil es ist auch nicht mehr abgeflossen. Dieses ganze Erbrochen hat dann den ganzen Abfluss einfach zugespammt, zugemüllt. Ist nichts mehr abgeflossen. Hannes hat geguckt, Iswo hat geguckt. Alle zur Tür rein, plötzlich kommt Iswo mit so einem China-Stäbchen an. Iswo sieht mich da in der Wanne kauernd, nackt, mit meinem blanken Arsch, Junge. Und packt sein China-Stäbchen her, zack, sticht in den Ausguss rein, in den Abfluss. Und plötzlich läuft's wieder und ich habe gedacht, cool. Dann ist es wohl wieder raus. Ich habe das restliche Erbrochene weggebraust. Ich habe meine Knie, die von den Füßen bis zu den Knien hoch, alles war komplett voll, weil ich ja da drin rumgelegen habe. Haben wir alles abgespült. Ist alles abgelaufen, wunderbar. Mir ging's danach wieder prächtig. Also jetzt ungefähr so. Aber macht das auf jeden Fall nicht zu Hause nach. Ich nominiere immer noch den Geitsch. Aber der kann das ja ab. Aber macht ihr das bitte nicht zu Hause nach. Oder wenn ihr schon mal Carolina Reaper Chili probiert habt, so schreibt es mal in die Kommentare. Aber lasst die Finger davon. Ich esse sehr gerne scharf. Ich esse eigentlich immer scharf. Mir kann es nie scharf genug sein. Aber ich habe das jetzt probiert. Mir ging es jetzt so dermaßen schlecht. Es kann sein, dass es alles zusammen war und nicht nur das. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall hey. Und deswegen freue ich mich auf die Lil Nitro Challenge, denn das waren jetzt 2,2 Millionen Scoville und wir haben ja noch die 9 Millionen Scoville vor uns mit dem weltschärfsten Gummibärchen. Iswo hat sein perverses Licht angemacht, das seht ihr da oben. Ich soll jetzt hier noch so eine Leiche spielen, habe ich gemacht, das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.